Ja, hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV. Ich melde mich mal wieder von der Baustelle der Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes. Und hier ist ein Loch entstanden, hier tut sich ein Loch auf. Bild verändert sich. Kurz für alle, die es nicht wissen, der Herr Gebhard Müller war ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg und die Stuttgarter haben ihn so gern gehabt, dass sie ihm diesen tollen Platz da hinten gewidmet haben. Und im Zuge von Stuttgart 21 kommt jetzt hier ein Ausgang, hier drüben, in der Nähe vom Planetarium. Das hat jetzt ganz konkret die Fragestellung aufgeworfen, wie kommt ein Bahnreisender zu Fuß über diesen reißenden Strom. Und da hat man sich zuerst überlegt, einen Steg zu bauen. Sowas wie hier der Wulle-Steg. Hat sich jetzt aber dann letzten Endes doch darauf geeinigt, einfach die schon existierende Unterfahrung, die seht ihr da hinten so schemenhaft, zu verlängern. Ich kann auch mal mit euch 1-2 Zentimeter laufen. So, dann seht ihr das Dilemma ein bisschen besser. Den Verkehr und eben den Schlund. Und hier wird jetzt also diese Unterfahrung verlängert bis hier vorne. Und dann kann der geneigte Bahnreisende in Zukunft ebenerdig hier vom Bahnhof rüber gehen, spazieren und der Verkehr fließt unten durch. It's so easy, Freunde. Ja, und hier vorne scheint es eine Rampe zu geben. Ich denke mal nur temporär. Aber hier ist dann auch die flachste Stelle und dann eben abtauchen, da müssen wir schon noch, naja, 1-2 Millimeter Erde wegkratzen. Ja, hier kommt ein LKW, der hier Material geladen hat, wohl für die Rampe. Normalerweise nimmt man ja heutzutage für solche Dinge sogenanntes RC-Material, was eben im Prinzip nichts anderes ist als zerkleinertes Abbruchmaterial. Ich hoffe mal, es ist das fachlich nicht ganz falsch, was ich hier erzähle.